Hallo, meine Damen und Herren. Die neue Woche ist für euch hoffentlich alle gemütlich gestartet. Bei den Volvos scheint die Woche auf jeden Fall relativ chillig gestartet zu sein. Es gibt ja aktuell jetzt nichts Neues in den News. Und auch die Database ist ziemlich leer. Da kamen am 15. Mai die letzten Updates. Natürlich mauscheln jetzt schon wieder viele. Es kam jetzt eine Weile nichts. Also kommt jetzt bald dann wieder was Großes. Darauf will ich mich nicht verlassen. Aber natürlich steht aktuell immer noch die Frage im Raum, was ist jetzt eigentlich mit der Cheater-Sache? Werden die Leute immer noch weggebannt? Bandwave zu Ende? Geht die weiter? Was passiert? Und da will ich mal geschwind mit euch reingucken. Toll, wir überweisen das Geld auf ihr Rentenkonto, damit es Zinsen generiert und es ist weg. Aktuell teilt sich die CS-Community, vor allem der Teil, der bei mir aktiv ist und in den Videos und Streams eben schreibt, in drei Lager auf. Beim ersten Lager ist immer alles kacke. Da war vor dem Update alles scheiße und vercheatet, während dem Update alles scheiße und vercheatet und ist jetzt danach auch alles scheiße und vercheatet. Das zweite Lager besteht aus dem Gegenteil, also den Leuten, die sagen, bei mir war vor dem Update schon alles gut und jetzt nach dem Update auch und währenddessen habe ich auch keine Verbesserung, aber auch keine Verschlechterung gespürt. Ich kann einfach in Ruhe vor mich hinspielen, alles ist chillig. Und das dritte Lager ist Teil des ersten Lagers. Und zwar sind das Leute, bei denen vor dem Update alles kacke war, also alles vercheatet war. Dann kam das Update und sie konnten ganz gemütlich vor sich hinspielen. Die Cheater waren weg und sie haben signifikant bessere Spiele gehabt. Und jetzt wird das langsam wieder schlimmer. Eine der wenigen Dinge, auf die wir uns bezüglich der Zahlen beziehen können, ist Convas, der Bun-Tracker, den ich eigentlich so gut wie immer benutze, wenn es um diese Bun-Zahlen geht. Und hier können wir uns die WAC-Bun-Zahlen angucken. Das hier war ja die Welle und davor, ja, hatten wir jetzt nicht so die krassen Bun-Zahlen. Man sieht hier so 5 bis 10 Buns, also, ja, knapp. 5, 7, 11, 3, 8, naja, sagen wir einfach mal 5 bis 10 WAC-Bans am Tag. Dann kam die Bannwelle, hier hat man dann im Peak 216 und hier nochmal 651, 612 und dann auch noch ganz schön viel Gefunzel hinten dran. Und jetzt fällt das Ganze dann wieder. Wir sind jetzt aktuell auf einem, ja, ich würde sagen, Tagesschnitt von 50 bis 100 Bans, also circa dem Zehnfachen von dem, was wir vor diesen ganzen Anti-Cheat-Updates hatten. In Zahlen ist das Zehnfache natürlich schon mal nett, ne? Davor 5 bis 10, jetzt 50 bis 100. Nimmt man natürlich gerne. Aber hilft das tatsächlich bei der Verbesserung der Spiele, gerade bei denen, die extrem schlechte Spiele haben? Ich behaupte auf jeden Fall, dass es nicht so ist. Also diese Bans, die jetzt um das Zehnfache angestiegen sind, sorgen nicht dafür, dass die Leute, die sowieso ständig umgecheatet werden, jetzt weniger umgecheatet werden. Die so auf der Mitte standen, so am Kippeln zwischen ich werde echt krass umgecheatet und naja, eigentlich geht's, also es ist so mittelschlimm mit den Cheatern, bei denen kann das natürlich geholfen haben. Aber die komplett drinstecken und in jedem Spiel Cheater haben, vor allem Spinbotter, die werden auch weiterhin gegen diese extremen Bad Actor spielen. Natürlich steht die Frage dann im Raum, warum ist es bei manchen besser geworden und dann wieder schlechter oder wird jetzt wieder schlechter? Ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Die Cheater haben ihre Accounts gefistet bekommen und schwenken dann auf den nächsten Account um. Falls jemand überhaupt keine Accounts mehr hatte, muss man sich mittlerweile natürlich etwas mehr anstrengen und sich halt Prime kaufen oder anderweitig besorgen, aber etwas mehr Geld dafür ausgeben, als es davor noch der Fall war. Ich weiß nicht, wie viele Accounts es noch gibt, die von früher verkauft wurden, in denen man sich Prime einfach erspielt hatte. Die sind natürlich deutlich günstiger als 14,99. Das ist klar, aber die gehen ja auch irgendwann aus. Aber natürlich können Cheater, vor allem die, die auch ein bisschen Geld in der Tasche haben, einfach zurückkommen und sich ein bisschen was Besseres kaufen oder auf einen anderen kostenlosen Cheat umsteigen. Natürlich möchte ich diesen relativ kleinen Erfolg, den die Volvos eben gefahren haben mit der Bannwelle und auch diesem angepassten Anti-Cheat und WAC-Live und Pipapo, jetzt nicht noch kleiner reden. Aber ja, also mehr hätte man natürlich immer gerne genommen, das ist klar. Die zweite Frage, die einigen sicherlich schon seit Anfang des Videos auf der Zunge liegt, ist die, warum hat man eigentlich diese ganzen Lager? Warum ist es nicht jeder gleich vercheatet? Wie kann es sein, dass an dem einen Ende die Leute so umgecheatet werden, dass sie keinen Modus in Ruhe spielen können, dass sie ständig irgendwelche Spinbotter und sonstiges Gesocks gegen sich gestellt bekommen und die andere Seite in aller Ruhe vor sich hinspielt und keine oder weniger Cheater bei sich in den Spielen hat? Wie geht das? Die einzigen zwei Stellschrauben, die ich kenne, sind einmal der Rank und der Trust-Faktor. Das ist nach wie vor leider das Einzige, das mehr oder weniger entscheidend ist, auf wie viele Cheater du triffst. Ich bin jetzt zum Beispiel von meinem Rank hier auf 16.320, ich war auch schon auf 17.400 oder so, oder 200, das war bis jetzt mein höchster Rang überhaupt. Natürlich ist ja deutlich weniger Cheat-Aktivität als auf 20.000, 21.000 und so weiter und so fort. Viele sagen so ganz salopp und grob, ab 20.000 wird es wirklich richtig ekelhaft. Davor kann es auch schon anfangen, aber ab 20.000 ist es zu Ende, dann also nur Cheater. Das Ganze kann man sich ja relativ gut hier auf Litify anschauen. Wenn ich hier bei Ranking zum Beispiel 5 bis 10 einstelle, dann sehe ich, ich habe hier den Großteil, das sind so die menschlichen Möglichkeiten, die man hat von den Millisekunden her. Sehr gut, die Spieler können schon auch in dem Bereich liegen, wenn du ein gutes Crosshair-Placement hast und mit dem Gegner rechnest, ist dieser bloße Klick, ja, da kann 200, 300 ms oder noch schneller sein. Aber ich sag mal, die meisten Otto-Normal-Jürgens sind ungefähr hier unterwegs, vor allem, wenn man auch noch aimen muss. Also noch nicht ganz auf dem Kopf drauf ist, sondern erst noch hinziehen muss. Hier ist also noch alles relativ chillig, man kann hier von Cheatern ausgehen. 0,1% jetzt in dem Rank-Bereich dann in dem Fall. Wenn ich jetzt auf 10 bis 15 gehe, dann sieht man hier nach wie vor eine Verteilung, die zwar etwas weiter nach links geht. Klar, die Leute sind ein bisschen besser, also etwas schneller. 0,2% Affen mit dabei oder sagen wir mal 0,3%.
hier, naja, weiß ich nicht. Dann geht es weiter in Richtung 15 bis 20 und hier sieht man dann auf jeden Fall schon eine recht gute Verschiebung nach hier oben. Also hier steigt auf jeden Fall die Cheater-Anzahl ganz gut an, von 15 bis 20. Sie ist zwar noch relativ klein im Vergleich zum Rest, aber trotzdem, da ist schon was unterwegs. Hier kann euch aber ein guter Trust-Faktor immer noch rausboxen. Wenn man jetzt aber auf 20 bis 25k geht, und jetzt passt auf, bumm, hast du so einen großen Anteil an Affen dabei, dass es wirklich nicht so leicht ist, nicht gegen die zu spielen, selbst wenn du einen guten Trust-Faktor hast. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, gehen wir jetzt einfach mal auf über 25k und hier siehst du, hier sind eigentlich fast nur noch Cheater unterwegs. Klar, nur die können sich hier oben ansammeln, ein normaler Mensch kommt da ja gar nicht rein, weil du schon im Vorfeld abgefangen wirst und gehindert wirst, weiter zu steigen. Der Rank ist somit natürlich ein entscheidender Faktor, wie deine Spielqualität ist oder zumindest wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du eine gute Spielqualität bekommst. Im Hinterkopf muss aber immer bleiben, dass der Trust-Faktor auch gut ist. Denn diese Keks hier vorne, die Cheater-Schweinchen, die haben natürlich alle einen recht niedrigen Trust-Faktor und wenn du einen guten Trust-Faktor hast, dann bist du halt in dem Bereich, also wirst du hier gecued bei den normalen Menschen. Das zählt wie gesagt für den Bereich von 15 bis 20k, genauso wie den Bereich für 5 bis 10k. Aber wenn du halt hier bist und du hast hier einfach über 20% Cheater mit dabei, dann wird's schwierig. Man könnte also salopp oder ganz grob sagen, je weiter dein Rank voranschreitet, desto besser sollte auch dein Trust-Faktor sein. Denn die Cheater-Dichte steigt mit steigendem Rank. Und irgendwann bist du in einem Bereich, in dem so viele Cheater unterwegs sind, ja, dass du, gut, natürlich ab einem gewissen Punkt kannst du ihnen sowieso nicht ausweichen, egal wie gut dein Trust-Faktor ist. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will und wie ich eben die Frage, warum werden die einen so umgemacht und die anderen nicht, beantworte. Es kommt auf deinen Rank und auf deinen Trust-Faktor an, genau dadurch wird bestimmt, wie viel Cheater du eben abbekommst oder nicht. Ich finde es sehr ärgerlich, dass man bei so einem großen Spiel wie Counter-Strike auf sowas zurückgreifen muss. Es ist zwar gut, dass wir es haben, Trust-Faktor und so weiter und so fort, aber natürlich hätten wir alle lieber, dass es einfach gar nicht dieses große Cheater-Problem gibt, sondern dass wir einfach so oder so gemütlich miteinander daddeln können und dass so ein Trust-Faktor-System eher dafür gedacht ist, Leute, die toxisch sind, die assi sind und so weiter, dass man die rauskickt und die miteinander spielen lässt und ja, dass man da so in die Richtung geht, aber dass das gesamte System eben auch dafür benutzt werden muss, um cheaterfrei spielen zu können, ja, ich nehme an, dass sie das von Anfang an so gedacht haben, sie haben es ja, ich glaube, zum gleichen Zeitpunkt gebracht, als auch Counter-Strike kostenlos wurde. Also sie haben sicherlich schon im Kopf gehabt, naja, wir werden viele Pisser bekommen, weil das Spiel kostenlos ist und unser Anti-Cheat ist nicht gut. Darum müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen, wie wir die normalen Spieler von den Cheatern separieren können, damit die nicht aufeinandertreffen. So ein Trust-System neben einem wirklich guten Anti-Cheat fahren zu lassen, das ist geil. Dann hast du nämlich sowieso schon einen Großteil der Cheater nicht, weil dein Anti-Cheat gut funktioniert. Und die letzten paar, ja, die werden mit den normalen Spielern eben nicht in Kontakt kommen oder nicht so sehr, weil sie, wie gesagt, halt Trust-System-mäßig scheiße sind und die anderen gut. Aber da wir im Fall von Counter-Strike ja kein so gutes Anti-Cheat haben, ist das halt, ja, muss man sich wirklich komplett darauf verlassen. Das ist etwas dumm, aber was soll man machen? Wir können es ja nicht ändern. Das war mein kleines Update in Sachen Cheater, Wackbann, Welle und so weiter und so fort. An dieser Stelle möchte ich alle neuen Zuschauer begrüßen. Willkommen hier bei Babbler auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt euch ganz gut eingefunden. Wir sind wieder gut gewachsen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt und mich eben gefunden habt oder vorgeschlagen bekommen habt, wie auch immer. Schön, dass ihr da seid und ich hoffe, wir sehen uns auch weiterhin. So, jetzt starten wir aufgrund von Zeitgründen geschwind ein neues Giveaway, aber ich habe es beim letzten Mal vergessen, ich lese natürlich wieder die drei neuesten Kommentare von euch vor. Lars TV schreibt vor 47 Sekunden, sollen lieber mal wieder Danger Zone und Flying Scout wahrscheinlich in CS einballern und natürlich weiter mal Anti-Cheat basteln und natürlich eine neue Operation bringen. Na klar. Und ja, wäre 1. April, würde ich echt denken, das sei ein Troll. In dem Video ging es um dieses neue Spiel von den Volvos. Dann der nächste Kommentar vor 7 Minuten von The Happy Chrissy, Wallhacker müssen einen nicht vertrauenswürdigen, derben Charakter haben, sonst würden sie nicht wallhacken. Ja, vor einer Stunde nochmal von The Happy Chrissy. Ich habe mal testweise mit 800 DPI und mit Empfindlichkeit 231 oder 231 gespielt. Ah, 2,31 ist für mich unspielbar. Spiele mit 1600 DPI und mit Empfindlichkeit 5,31. Okay, das war zu meinem Mausens-Video. Ja, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ich freue mich immer wieder reinzulesen und natürlich auch zu kommentieren, wenn ich es von der Zeit her schaffe. Jetzt machen wir noch geschwind ein Giveaway. Und zwar gibt es für euch dieses StatTrak AWP Wormgod zu gewinnen. Lecker Teilchen, ich weiß. Die habe ich gerade letzten Freitag von Lukas im Stream geschenkt bekommen für ein Giveaway. Vielen, vielen Dank, Lukas. Das Ding geht heute raus und um hier mitzumachen, kommentiert man einfach Folgendes. Woran glaubst du, liegt es, dass es
einmal dieses große Lager gibt, ich werde immer ständig umgecheatet und hinzugefügt von absoluten Rage-Hackern. Und das andere Lager, bei mir ist alles chillig, ich habe kein Cheater-Problem. Klar ist mal einer dabei in, was weiß ich, 30 Spielen, aber ich spiele gemütlich vor mich hin, alles ist chillig. Wie können diese beiden Lager koexistieren im selben Spiel? Denkst du auch, dass es hauptsächlich am Rank und am Trust-Faktor gibt? Oder glaubst du, es gibt noch irgendeinen anderen Faktor, der die ganze Sache beeinflusst? Wir lesen uns in den Kommentaren und ich ziehe jetzt direkt durch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für eure Kommentare, für die Likes natürlich auch. Banger, also wir haben jetzt so viele Videos am, ja nicht ganz am Stück, aber viele Videos, die einfach 300 Daumen nach oben bekommen. Also das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Und falls du Bock hast, mich live zu sehen, morgen geht's wieder weiter, 18 Uhr Livestream. Denkt alle dran, das Knife Giveaway ist jetzt noch eine Woche sammelnd offen. Also ihr könnt noch eine Woche dafür Bubble Dollar sammeln in den Streams, einfach durchs Zugucken. Und die Woche drauf ist es dann offen, das Knife Giveaway. Also dann kann man rein und gewinnen. Also rumkommen und mitmachen. Ich freue mich auf euch, bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.